unsere One können ja auch nicht. Wenn Thomas oder so einer fragt, ne, wenn irgendwas kostet, ne, dann sagt der Mutti auch immer, sie hat nicht mehr so viel Geld. Dann bekommt man das mit. Was würdest du gerne mal machen, Tobias? Worauf musst du verzichten? Das geht nicht. Bowlen, Kino, Boxen, Karate, Judo, alles Mögliche. Das sind Sachen, die du gerne machen würdest. Und geht nicht. Wie sieht dann dein Alltag aus? Was machst du stattdessen? Soll ich mit Kumpels raus? Was macht ihr denn? Scheiße bauen. Was heißt das, Scheiße bauen? Keine Ahnung. Dummheiten machen. Ja. Das passiert dann auch mal, ja? Fragen wir die Mutter mal, was. Ja, das ist. Und die Kumpels machen sie mit Dummheiten, ne? Mhm. Aus Langeweile schaut Tobias gerne bei der Baustelle nebenan vorbei. Ein Teil der Siedlung wird abgerissen. Vielen macht das Angst. Sie fürchten, dass bald auch ihre Häuser verschwinden und sie woanders keine bezahlbare Wohnung finden. Manchmal guckt der 15-Jährige beim Judo-Training zu. Mitmachen geht nicht. Die 15 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat sind zu teuer. Die Sportkleidung auch. Erst wenn er seinen Hauptschulabschluss schafft und einen Ausbildungsplatz findet, kann er den Verein bezahlen. Dann wird das Leben in der Plattenbausiedlung leichter, hofft er. Am nächsten Morgen. Wir treffen Peter und Dietlind Grosch in ihrem Haus am Schweriner Stadtrand. Die beiden besprechen den Tag. Frau Grosch hat heute frei. Da ist sie nur für ihre 7 Pflegekinder da, die das Paar vor 3 Jahren bei sich aufgenommen hat. 7 Geschwister aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Wir haben noch mal nachgelegt, meinen die beiden. Die 4 eigenen Kinder sind inzwischen erwachsen, arbeiten alle in sozialen Berufen. Die Grosch freuen sich, dass sie in ihr stilles Haus wieder Leben gekommen ist. Das war ein Zufall. Ich hatte zu tun in einem Kinderheim und auch mit einer Leiterin von dieser Kindereinrichtung. Und die berichtete mir von diesen Kindern, die wir jetzt haben, von 7 Geschwisterkindern, die waren auf der Suche nach Eltern für diese Kinder. Und da habe ich eigentlich aus Spaß zunächst erst gesagt, Mensch, das ist doch was für uns. Aber die ist dran geblieben und hat dann meine Frau angerufen und hat ihr von den Kindern berichtet. Und ja, und dann waren sie da, die 7 Kinder. Und ich habe beruflich auch in diesem Kinderheim vorher zu tun gehabt und habe damals mitbekommen, wie diese 7 Kinder ins Heim eingezogen sind. Jedes Mal, wenn ich dort war, wurde mir von diesen Kindern erzählt, was für nette Kinder und wie lieb die sind und wenn wir doch bloß Eltern finden könnten. Und so hat sich das zurechtgeschoben. Ich bin dankbar, dass wir das machen können. Am Nachmittag sind wir mit Petra Pekrol und ihrer Schwester verabredet. Die alleinerziehende Mutter von 7 Kindern ist auf dem Weg zum Rechtsanwalt, weil ihr Einkommen aus der Familienkasse immer noch niedriger ist, als ihr nach Hartz IV zustehen würde. All ihre Beschwerden bei der Behörde sind bisher erfolglos geblieben. So, ich war beim Arbeitsamt, habe nichts erreicht, wollte ich mir fragen, wie das so weitergeht. Nach Abzug von Miete und Strom bleiben Petra Pekrol und ihren Kindern gerade mal 1.400 Euro. Das heißt, was bekommen Sie jetzt? Ich kriege Kindergeld und Kindergeldzuschlag. Für 8 Personen reiche das hinten und vorne nicht, klagt sie. Auch nach den Berechnungen des Anwalts stehen ihr rund 400 Euro mehr zu. Darauf haben Sie mit Sicherheit noch einen Anspruch. Und jetzt müssen wir im Grunde gemeinsam prüfen, wo wir diesen Anspruch letztendlich durchzusetzen haben. Bei der AGE wohl nicht. Nee. Der Jurist will Einspruch einlegen. Doch bis zur Klärung des Verfahrens können Monate vergehen. So lange sind Petra Pekrol und ihre Kinder auf die Tafel angewiesen. Peter Grosch hat jetzt einen Termin im Schweriner Sozialkaufhaus, das er vor 4 Jahren gegründet hat. Hier gibt es gebrauchte Möbel für kleines Geld oder eine warme Mahlzeit. Für viele ist es der wichtigste Treffpunkt der Siedlung. Auch Peter Grosch macht hier gern mal Pause. Die Chefin der Suppenküche erzählt ihm von einer verzweifelten Mutter, die nicht mehr wusste, wie sie ihre Kinder satt bekommen soll. Sie haben ihr belegte Brote eingepackt, damit die Familie 2 Tage über die Runden kommt, bis es Geld gibt.
Die Armut sei in den vergangenen Monaten schier unerträglich geworden, schimpft Grosch. Ja, ich habe vieles erlebt, dass also Kinder sich aus dem Biotonnen der Nachbarn ernährt haben. Dass Kinder zu den Tafelausgabestellen kamen mit ihrem kleinen Geschwister im Gepäck. Von der Kleidung jetzt wie oder von der Anzugsordnung, sage ich mal so, jetzt mal ganz abgesehen, die dann für ihre Geschwister, für ihre Kleingeschwister Essen holen wollten und mit 12 oder 11 Jahren Verantwortung übernommen haben, die eigentlich Eltern zu übernehmen haben. Eine Etage tiefer in der Kleiderkammer treffen wir eine Frau, die plötzlich mit ihren 3 Söhnen allein dastand. Hier hat jeder seine Geschichte, sagt sie, und fast immer habe die mit finanzieller Not zu tun. Da hat mein Mann mich im Stich gelassen, dann hat er samt Konto mir geklaut, er war Alkoholiker. Und da müsste ich dann 3 Monate lang dann praktisch die ganze Schuldenmiete, was er gemacht hat, bezahlen. Und so habe ich 100 Euro im Monat gehabt. Und dann bin ich vom Heim, da war ein Heim, und die haben mir dann geholfen, dass ich in eine Tafel reinkommen bin. Und da haben sie dann regelmäßig mal das Essen gebracht für die Kinder. Was wünscht man sich mal, was sollte mal möglich sein, was eigentlich im Alltag nicht so möglich ist? Ja. Also die Kinder wünschen sich mehr, dass sie mal gemeinsam zu ihrer Oma mal allemal fahren. Und die wohnt ja in Baden-Württemberg. Das geht nicht, leider nicht. Die sehen wir vielleicht alle 4, 5 Jahre, wenn sie hinkommt. Die ist zu weit weg. Solche Fahrten sind nicht bezahlbar? Nein, sozusagen. Die sind nicht bezahlbar. Nee. Langsam, Chef. Eine Hose, ein Pullover und 2 Sweatshirts für 4 Euro. Das muss drin sein. Wir fahren noch einmal zu Mai Groß, dem arbeitslosen Kellner, den wir bei der Lebensmittelausgabe kennengelernt haben. Papa macht noch eine Stulle, die Kanare rein. So. Der Familienvater bereitet einen Ausflug vor. Es ist ein ganz besonderer Tag, erzählt er. Heute ist sein Sohn Marvin zu Besuch, der sonst bei Pflegeeltern lebt. Für den Ausflug zum Erlebnispark haben Mike Groß und seine Frau lange gespart. Damit sie unterwegs kein Geld für Essen ausgeben müssen, nehmen sie reichlich Proviant mit. Ja, es ist was Besonderes, weil die Familie ist ja nicht immer zusammen. Und wenn die Familie mal zusammen ist, dann wollte man schon mal was unternehmen, was den Kindern bieten. Die Eltern leiden darunter, dass nicht alle Söhne bei ihnen leben. Aber sie wissen auch, dass Pflegeeltern ihren beiden Problemkindern jetzt besser helfen können. Die Arbeitslosigkeit hat die Eheleute verunsichert. So sehr, dass Mike Groß sogar Drogenprobleme bekam. Doch das hat er jetzt im Griff, sagt er. Dann hätte ich gerne 18 Euro, bitte. Ein Vierteljahr haben die beiden gespart. Für solche Ausflüge mit den Kindern legen sie jeden Monat 10 Euro zurück. Das ist aber viel für so ein bisschen. Karussell fahren. Für die meisten Kinder selbstverständlich. Doch Freizeitvergnügen wie so ein Erlebnispark, Kino, Zoo oder Sportverein sind für Kinder, die von Hartz IV leben müssen, eigentlich nicht drin. Ein Regelsatz von 215 Euro reicht kaum zum Überleben. So, das war's, runter. Los, vorbei. Absteigen. Seit 13 Jahren ist der Kellner arbeitslos. Über 10 Fortbildungsmaßnahmen hat er hinter sich. Manchmal fürchtet er, niemals mehr Arbeit zu finden. Die seelische Belastung macht ihm zu schaffen. Richtig abschalten kann er nicht. Auch jetzt nicht. Wenn die Familie zusammen ist, natürlich freut man sich drauf. Aber es ist ja so, was essen die Kinder? Was würde das kosten, was sie nebenbei noch machen wollen? Es ist ja, gibt ja schon keine Veranstaltung mehr, die nichts kostet. Die Kinder haben Hunger bekommen. Aber die mitgebrachten Brote dürfen sie hier nicht essen. Das ist nicht erlaubt. Damit haben sie nicht gerechnet. Die drei Nuggets zweimal, bitte. Jetzt müssen die Geldreserven herhalten, die Mike Groß eigentlich für seine Fahrt zu einem Vorstellungstermin zurückgelegt hat. Diesmal bewirbt sich der arbeitslose Kellner als Hilfskraft in einer Zoohandlung. Vielleicht klappt es ja, hofft er. So, dann wollen wir mal. Inzwischen ist es Nachmittag geworden. Peter Grosch, der Suchtkrankenhelfer der Diakonie, ist auf dem Weg zu einer Drogenklinik.
Sucht hat immer etwas mit Hoffnungslosigkeit zu tun. Das ist die Ursache. Alkohol kann Hunger verdrängen. Alkohol kann Angst vor einer Lebensperspektive verdrängen. Alkohol kann Hoffnungslosigkeit zumindest für kurze Zeit beseitigen. Und deshalb ist natürlich diese schlechte Lebensprognose oder Hunger erlebt zu haben, natürlich immer eine Einflugschneise auch für Drogen und für Alkohol. Das Therapiezentrum liegt 30 Kilometer westlich von Schwerin. Hier werden zurzeit 50 alkoholkranke oder drogensüchtige Kinder und Jugendliche behandelt. Hallo, die Herren. Hi. Hallo. Hallo. Als Geschäftsführer der Suchtkrankenhilfe betreut Peter Grosch 4 solcher Einrichtungen. Er kennt die meisten Jugendlichen und ihre Lebensgeschichten. Ja. Das habt ihr mit Absicht gemacht, ne? Uns gewinnen lassen. Ja. Okay. Zeit gehabt. Ich will zu eurem Doc. Schönen Tag noch. Jo, okay, tschüss. Jo. Tschüss. Daniel hat jahrelang exzessiv Cannabis geraucht. So lange, bis er seelisch schwer erkrankte. Im Elternhaus litt er unter den Alkoholproblemen seines arbeitslosen Vaters. Als sich seine Mutter scheiden ließ und ständig arbeiten musste, versorgte er seine jüngeren Geschwister. Ich war der Älteste im Haus und hab versucht, soweit es ging, so gut es ging, für meine Geschwister da zu sein. Ja, das war mir auf einmal zu viel so. Vorher war ich ja selbst noch Kind und auf einmal Verantwortung so. Ja, und hab dann Leute kennengelernt, halt, die mit Drogen zu tun hatten. Ja, dann habe ich irgendwann auch mal probiert. Viele Mitpatienten haben Ähnliches erlebt. Etwa 16.000 Kinder in Mecklenburg-Vorpommern leben bei suchtkranken Eltern. Die Gefahr, dass auch sie später abhängig werden, ist groß, weiß man hier. Zurück in der Plattenbausiedlung. Dietlen Grosch fährt mit einer Kindergruppe zum Schweriner Schloss. Die Kleinen werden zum ersten Mal dort sein. Auch einige Jugendliche wollten vor kurzem einen Ausflug ins Zentrum machen und sind dabei gescheitert, erzählt uns Frau Grosch. Die Kinder, die wollten eigentlich in die Stadt fahren und sind dann ein paar Stationen weiter in einem Drescher Markt ausgestiegen, wo es halt eine große Kaufhalle gibt, und waren überzeugt, sie sind jetzt in der Stadt. Das heißt, sie kennen die Stadt? Sie kennen die Innenstadt überhaupt gar nicht. 7 Kilometer Luftlinie liegen zwischen den Plattenbauten im Süden und dem Wahrzeichen der Stadt im Zentrum. 11 Straßenbahnstationen. Für die meisten Kinder aus der Gruppe eine riesige Strecke, die sie noch nie zurückgelegt haben. Wer sieht das Schloss? Peter! Die Kinder müssen auch mal etwas anderes erleben, meint Dietlin Grosch. Sie brauchen dringend eine Abwechslung vom Alltag, in dem es so viele Sorgen und Nöte gibt. Schon so ein kleiner Ausflug zeigt ihnen eine fremde Welt. Hat er eines Tages auch geheiratet und seine Frau wollte nun nicht mehr, dass er immer noch wieder auf Abenteuer aussieht, sicher, weil sie auch Angst um ihn hatte, aber er wollte so gerne und hat immer gebettelt, bis sie dann eines... 2 Stunden lang erleben die Kinder, dass es neben der Plattenbausiedlung auch noch etwas anderes gibt als Probleme und Hartz IV. Während seine Frau mit den Kindern das Schloss besichtigt, rückt Peter Grosch noch einmal zu einem Notfall aus. Es ist Monatsende und wieder einmal hat eine Mutter nichts mehr, was sie ihren Kindern zu essen geben kann. Grosch hilft mit einer Lebensmittelkiste. Aber er weiß auch, dass er ihre Probleme damit nicht wirklich löst. Die Tafel kann immer nur Löcher stopfen.